Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine richtig leckere Ruhrpott-Currywurstsoße herstellt. Dafür nehmen wir ein Glas entkernte Pflaumen, 1 Liter Coca-Cola, 4 bis 5 Esslöffel Currypulver, 1 Esslöffel Chili-Pulver, den Saft einer ganzen Zitrone, Worcester-Soße, etwas Zimt und 1 Liter Ketchup. Wir geben die entkernten Pflaumen in einen Topf, packen die Coca-Cola dazu und lassen das Ganze etwas aufköcheln, so dass die Flüssigkeit da drin um die Hälfte reduziert wird. So, wie man sieht, fängt das hier langsam an zu köcheln. Die Cola und der Pflaumensaft, die reduzieren jetzt langsam runter. Und wir rühren das gelegentlich um und lassen das dann einfach so vor sich hin köcheln. Hin und wieder wird das Ganze nochmal umgerührt. Und nach circa 40 bis 50 Minuten sieht das dann so aus. Also man sieht, es ist deutlich weniger an Flüssigkeit geworden. So, hier noch einmal kurz zeigen, wie die Konsistenz aussieht. Ja, das ist deutlich weniger geworden. Und jetzt nehmen wir hier einen Stabmixer und verkleinern die Pflaumen da drin. So, wie man sieht, also es ist etwas dickflüssiger als vor. Und jetzt geben wir hier den Liter Ketchup hinzu. Den Zitronensaft, 3 bis 4 Esslöffel von der Worcester-Soße oder Worcester-Soße, wie man sie auch nennen mag. Dann kommen unsere 3 bis 4 Esslöffel Currypulver hinzu, Chili und hier eine kleine Prise Zimt, also wirklich nur eine ganz, ganz kleine Prise. Da muss man höllisch mit aufpassen, sonst schmeckt die ganze Soße nach Zimt und das wollen wir ja nicht. Also so ein Teelöffel, so eine Spitze, das reicht vollkommen. So, dann vermengen wir das Ganze nochmal. Ich habe es jetzt abgeschmeckt. So richtig nach Curry schmeckt es noch nicht. Ich gebe jetzt hier nochmal 3 bis 4 Esslöffel Currypulver hinzu. Dann packen wir das nochmal auf die Herdplatte und lassen das ganz langsam nochmal schön aufkochen. Hin und wieder nochmal hier ein bisschen umrühren. Ja, und wie man sieht, blubbert das Ganze so vor sich hin. Ja, und nach insgesamt 20 Minuten können wir jetzt hier die Soße nehmen. Wenn das richtig schön aufgekocht wurde, nehmen wir jetzt hier so einen Trichter und packen das in so eine Einmachglasflasche. Ja, packen die dann richtig schön voll. Ja. Wenn die Flasche dann voll ist, wird das Ganze hier oben nochmal abgewischt mit Küchenpapier. Dann kommt der Deckel drauf. Dann drehen wir die Flasche um und lassen die dann abkühlen. Also ganz wichtig, dass die Flasche dann auf dem Kopf stehen bleibt. So, ich habe das hier mit einer anderen Flasche auch nochmal gemacht, das Ganze aufgefüllt. Und ihr könnt euch daran erinnern, letzte Mal gab es die perfekte Bratwurst. So sah das Ganze aus und aus der perfekten Bratwurst machen wir jetzt eine richtig geile, perfekte Ruhrpott-Currywurst. So, jetzt kommt hier schön auf die geschnittene Bratwurst unsere Currywurstsoße drauf. Noch etwas Currypulver, etwas Paprikapulver. Ja, dazu empfehle ich noch ein leckeres Baguette für die Soße. Ja, und fertig ist unsere Ruhrpott-Currywurstsoße. Da kann ich nur sagen, guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn das Video einen Daumen nach oben von euch bekommen würde. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ihn abonniert. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann, ciao.